Heute habe ich für euch eine ganz tolle italienische Tomatensuppe. Hallo und willkommen, ich freue mich, dass du reinschaust. Die Suppe könnt ihr mit frischen aromatischen Tomaten zubereiten oder auch mit Dosentomaten. Sie ist einfach und schnell gekocht in 30 Minuten. Die Zutaten sind unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Ihr könnt die Suppe auch mit Parmesankäse, Croutons, Sahne oder Creme fraiche verfeinern. Als erstes habe ich die Zwiebeln und den Knoblauch in feine Würfel geschnitten. Ich habe wunderbar aromatische Tomaten, Biotomaten bekommen und die verwende ich heute. Wie schon erwähnt, könnt ihr anstatt der frischen Tomaten auch gehackte Dosentomaten verwenden. Einen Topf erhitze ich jetzt mit einem richtigen Schuss Olivenöl und schwitze die Zwiebeln und den Knoblauch bei mittlerer Temperatur an. Das dauert circa 3 bis 4 Minuten. Die Zwiebeln und Knoblauch glasig anschwitzen, ohne dass sie Farbe annehmen. Danach gebe ich meine frischen Tomaten dazu. An dieser Stelle könnt ihr dann die gehackten Tomaten dazugeben. Da es sich um Biotomaten handelt, kann ich hier die Stängel mitkochen. Jetzt wird alles mit 1 Liter Gemüsebrühe aufgefüllt und für circa 10 Minuten mit Deckel gekocht. Danach entferne ich die Stängel wieder aus der Suppe. Jetzt kommen die passierten Tomaten dazu, alles gut umrühren. Und dann die Suppe mit Salz und Zucker abschmecken. Die Suppe jetzt nochmal für 10 Minuten ohne Deckel köcheln lassen. Anschließend die Suppe pürieren und dann nochmal mit Salz, gemahlenen Pfeffer und Zucker schön abschmecken. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten euch allen einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.